Bin zurück. Weißt du eigentlich, wie das aussieht? Ich brauche keinen Trolley, wenn ich einkaufe. Hast du was gesagt? Kauf dir endlich ein Hörgerät, dann würdest du es hören. Gesetzt im Fall, es würde mich interessieren. Der kriegt kein Signal. Da sieht man gleich, dass sie vom Fach sind. Hätten Sie den Empfang gehabt? Nein, wir sitzen seit vielen Jahren vor dem Fernseher, der nicht läuft. Wie oft wollten wir endlich wieder verreisen? Können wir gerne mal andenken. Es genügt nicht, es anzudenken. Man muss es auch machen. Ab 70 ist das Demenzrisiko 12%, mit 80 schon 25%. Ich mache jetzt ganz bestimmt keinen Demenztest. Ja, wir werden alt. Und damit werden wir vergesslich. Ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der ständig etwas vergisst. Natürlich nicht. Heute hast du unseren Hochzeitstag vergessen. Es gibt eine total neue Pille. Heinz sagt, dass er sich an Dinge erinnern konnte, die vorher vollkommen weg waren. Es lohnt sich. Weißt du noch, wie wir das erste Mal nach Frankreich gefahren sind? Ja. Und du hast gesagt, dein Leben soll etwas ganz Besonderes werden. Du hast meine Hand genommen. Das hat mich total umgehauen. Wann sind wir falsch abgebogen? Wir waren doch glücklich. Ich glaube, du hast gar keine Angst vor dem Tod. Du hast Angst vor dem Leben. Warum sagst du mir das jetzt? Heute an unserem Hochzeitstag, wo wir gerade... Weil wir endlich ehrlich zueinander sein müssen. Was stellst du denn vor? Alles vergessen und schwamm drüber? Ja. Das ist erst der Anfang. I can't we start again. Wir haben vergessen zu lachen, zu tanzen, zu lieben. Wir haben uns vergessen. Du bist eine wunderschöne Frau. Dass du mir das noch einmal sagst. Oh, Günther! Wir leben noch 10 Jahre. Was ist dein Plan? Please let me see.